So, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video hier in Ultimate Fishing Simulator 2. So ist das komplett. Und heute sind wir mal wieder auf der Map Kiel. Für mich eine der, ja, ergiebigsten Maps. Da geht es halt richtig ab. Super spannende Fische mit drin. Große Brocken, kleine Brocken. Und heute gehen wir mal eher auf die etwas kleineren. Das heißt, man kann hier auch diese Fische mit den Ruten fangen, die man anfangs hat, mit den Startruten sozusagen noch. Und Zielfisch hauptsächlich ist die Flunder. Also ab geht es zum Flunderangeln. Ich hatte jetzt die Tage auch nochmal mit dem Devilus gequatscht und der meinte, allen ja hier so von hier aus ungefähr wäre doch eine gute Möglichkeit. Ich habe auch weiter vorne schon getestet. Wir machen mal so zwei, drei Stellen, testen wir mal eben ab. Wichtig für die Flunder, wir müssen relativ fein und zart reingehen. Das heißt, wir müssen da jetzt nicht so massiv, zumindest von den Ködern, reingehen. Und das würde bedeuten, dieser Köder hier ist durchaus eine Option. Den testen wir mal als erstes. Dann hatte ich jetzt die Tage mit Muggelchen gequatscht und beziehungsweise geschrieben. Der meinte, ja, er hat, glaube ich, dann eher den künstlichen, wo ist er, in Gelb verwendet. Oder habe ich ihn gerade drauf? Hier, den hat man ganz am Anfang. Ich hocke gerade davor. Der hier. Also die verschiedenen Köder testen auf jeden Fall gleich mal für die Flunder. Und dann gucken wir uns danach auch nochmal einen Spot an hier für deutlich dickere Brocken. Mit einem etwas anderen Setup. Aber das testen wir beides. In jedem Fall für die Flunder erstmal locker Flocke hier auswerfen. Und das Schöne, das habe ich jetzt die Tage auch schon mehrfach ein bisschen getestet. Zack, wir haben direkt Kontakt. Ich ziehe ein bisschen ein. Und jetzt gehen wir mal wieder raus. Und wir gucken einfach mal oben rechts in der Ecke, beziehungsweise wir können auch hier gucken. Der trudelt jetzt im Absinken schön weit runter. Ich mache mal hier die Bremse ein bisschen lockerer. Tempo vom Einkurbeln können wir auch so auf Geschwindigkeit machen wir auf 14. Und während er jetzt hier so runter trudelt, hat er schon Lockwirkung. Das heißt, ich habe nur einmal gekurbelt. Das ist für mich momentan die entspannt, zack, die entspannteste Methode. Und da kam, war auch schon eine Flunder. Da schwimmt sie rum. Aber wie gesagt, das ist für mich die entspannteste Methode gerade. Es ist so ein Halb-AFK-Angeln mit Spinning. Finde ich mega praktisch. Gerade wenn ich so am Videoschneiden bin nebenbei und doch noch ein bisschen was rausziehen will, ist das gerade super praktisch für mich. Das heißt, ich kann mal eben auswerfen. Das läuft dann quasi von alleine. Und dann zieht sich da, dann ziehe ich halt zwischendurch mal den Fisch raus. Kleiner atlantischer Lachs. Na, guck mal da, ey. Immerhin 52 cm, 20 Silber dafür, den behalten wir doch. Und wir werfen aber direkt an die gleiche Stelle nochmal aus. Zack. So, ich hoffe nicht, dass ich das Boot treffe. Doch, ich habe natürlich genau das Boot getroffen, Alter. Fallen wir noch rein ins Wasser? Ja. So, gekurbelt haben wir ja jetzt schon. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass der... Jetzt lassen wir ihn einfach absinken. Dass der Köder, mal wieder mit Pfeiltasten, da war sie schon, ah, da ist sie schon, die Flunder. Sehr schön, die olle Flunder. Ja, geil, ey. So soll das. Ja, im Absinken halt häufig, ne? Im Absinken, ansonsten kurz vorm Grund, oder wenn der Köder halt auf dem Grund angekommen ist, fange ich dann halt an einzukurbeln. Da ist er. Zack, 3 Sterne sogar. 3 Sterne Flunder. Und jetzt guckst du dir an, Alter. 174 Dollares für die olle Flunder. Ist das nicht der Hammer? Finde ich doch mega gut. So soll das sein. Da gibt es noch ein bisschen diesen anderen Blick da drauf. Die Flunder. Auch nicht verkehrt. Also, nehmen wir gerne mit und das so als Zielfisch ist doch gar nicht so schlecht
Und ja, von hier aus, wie gesagt, so in Richtung Boot. Vielleicht muss man auch gar nicht so ganz weit. Ich versuche halt gerade so kurz davor und zwischen Kaimauer und Boot quasi zu landen. Kurz einmal ankurbeln. So, jetzt dreht er sich und fällt langsam wieder runter. Und wir können wieder zugucken, wie er hier im Trudeln ist und lockt. Und dann kommen auch gleich, guck mal, da kommen sie schon an. Zack, die nächsten Brocken. Also, es lübt wirklich gut mit diesen kleinen Ködern, mit den kleinen Twistern, die man dann einfach so absinken lassen kann. Ist halt gerade ein ganz entspanntes Angeln, wenn man mal nebenbei so nochmal kurz die Hand auf oder mit der Maus woanders rumklicken will und das nur so ein bisschen im Blick haben will. Ich habe ja hier den zweiten Rechner stehen, deswegen hat ja wahrscheinlich nicht jeder. Ich wollte gerade sagen, einfach mal eben mit der anderen Maus was machen will. ist ja eher unrealistisch. Wolfsbarsch, auch übrigens richtig geil. Wolfsbarsch in größer war anfangs, wo ich das am Anfang hier war, so ein bisschen mehr mein Zielfisch. Den habe ich versucht die ganze Zeit gezielt rauszufangen, weil er kohlemäßig auch sensationell ist. Ganz, ganz abgefahrener Scheiß, der Wolfsbarsch. Ballert gut rein mit den großen Augen. Hat gut funktioniert auch auf diesen hier, auf den roten Twister. Da ging das auch richtig gut. Ich nehme jetzt nochmal an der gleichen Stelle eben von den künstlichen diesen hier. Und dann gucken wir mal. So, mal eben tauschen. Der Muggelchen, der hat ja hier schon zigtausend Fische rausgezogen. Platz 2, glaube ich, gerade im internationalen Ranking. Leider nur Platz 2. Der wurde ja leider irgendwie kurz gesperrt, weil er zu viel Silber hatte. Wenn man so viel Fische rauszieht, hat man natürlich auch viel Silber. Und ja, die Sperre hat ihn, glaube ich, so ein bisschen die Chance auf den ersten Platz gekostet. Aber vielleicht schafft das ja noch. Vielleicht kommt er da ja noch wieder hin. Aber läuft halt richtig bei ihm. Und er schwitzt eben auch hart rein. Ey. Kann man nicht anders sagen. Kommt da oben schon was angeschwommen? Ich glaube, da kam schon was. Ich kurbel jetzt mal. Wir sind jetzt so kurz vorm Grund. Mit der Einholgeschwindigkeit 14. Jetzt mal so langsam anfangen zu kurbeln. Und dann haben wir eben mit der 14 auch einfach ein richtig gutes Tempo. Wir können konstant durchziehen. Und da passiert jetzt halt nicht viel. Also wir gehen nicht rauf, wir gehen nicht runter. Sondern ziehen jetzt hier konstant über den Grund. Also auch da richtig gut. Wenn wir ein bisschen höher wollen, so wie jetzt hier. Dann, da kommt aber schon was angeschwommen, ne? Ja, zack. Da haben wir den nächsten Kandidaten, ey. Nicht schlecht. So, ziehen wir mal auch den eben raus. Das sind natürlich jetzt hier alles die etwas kleineren. Und die habe ich, wie gesagt, entweder von hier, also quasi von hier aus beangelt. Oder, weil ich meine, das Einkurbeln von hier aus ist ja schon recht lang. Man hat allerdings einfach den Vorteil, man kann halt gerade an der Kaimauer halt schön entlang ziehen hier. Das ist natürlich schon super praktisch, ne? Der nächste Wolfsbarsch, tipptopp, 77 Tacken. Wiegt nicht viel, 1, noch was Kilo an Gewicht. Das heißt, man kriegt den definitiv hier an der Stelle, kriegst du richtig gut Kohle, wenn du hier gerade anfängst mit der Kielmap und kannst dir dann eben hier das nächste Setup zusammensparen. Oder was ich dann natürlich auch hier gemacht habe. Ich bin hier vorne hingegangen, hier an diese Kante. Und dann habe ich hier vorne einfach so locker hingeworfen. Gar nicht so weit. Zack. Oder da vorne zwischen dem Boot und dem Polder da. Und ja, dann hier die verschiedenen Bereiche auch abgeworfen. So, kurz angekurbelt. Jetzt wieder trudeln lassen, einfach nur absinken lassen. Und auch der kommt natürlich richtig jetzt hier ins Trudeln. Wir haben oben die Anzeige vom Fischchen. Grün angezeigt, also alles gut. Den holen wir uns gleich. Den holen wir uns gleich. Den wollen wir gleich beangeln. Richtig gut, den Kabeljau. Den brauchen wir dann aber, oder den wollen wir dann haben mit dem größeren Setup. So, und jetzt gehe ich mal jetzt schon rein. Ich bleibe mal nicht so ganz. Ich gehe mal ein bisschen weiter oben ins Kurbeln. Dass wir nicht so ganz flach über dem Grund sind. Dann haben wir nämlich noch die Möglichkeit, wieder ein bisschen absinken zu lassen.
Da hinten schwimmt noch ein Hornhecht, ballert auch zwischendurch drauf. Und auch gerne mal einen Aal. Das zeigen wir aber jetzt gleich, oder da gehe ich jetzt gleich an eine andere Stelle, die mir, wie gesagt, ein Muggelchen da gezeigt hat oder gesagt hat, wo ich da hinwerfen soll. Und da testen wir jetzt gleich zum einen auf die kleinen oder mit den kleinen Ködern, aber eben dann auch mit großen Ködern auf große Brocken. So, jetzt kommen wir hier gleich in die Felswand rein, in die Kaimauer, oder? Macht aber nichts, weil die Fische gehen dann trotzdem ran. Na, will gerade keiner hier? Guck dir mal an, Alter. Vorführeffekt, ne? Auf einmal will da keiner, ey. Auf einmal will wieder keiner ranbeißen. Da kommt da jetzt an. Eine Flunder. Zack. Doch noch die Flunder. Ha! Hat sich erbarmt, Alter. Sehr schön. Direkt nochmal schnell einkurbeln. Und da ist sie dran. Aber ich muss sagen, der Weiße ballert eigentlich noch ein bisschen besser rein. Aber jetzt guckst du dir an, ey. 1,77 schwer, fast 200 Silber für so eine Flunder. Das ist doch der absolute Burner. Mega gut, ey. So ein Plattfisch, ey. Tipptopp. Tipptopp. Stellt sich immer so komisch auf. Cooles Ding. Also, mitgenommen. Und das Teil, so wie es jetzt hier gerade rumwiggelt. Immer ein bisschen rumschockeln noch. Das Teil packen wir jetzt erstmal ein. Das ist hier die erste Stelle. Und jetzt gehen wir rüber zur Nummer 3. Und gehen quasi direkt unter die Brücke. Beziehungsweise stellen uns hier parallel zu den Brückenpfeilern. Und ziehen hier, beziehungsweise auch mal hier in dem Bereich einfach an den Brückenpfeilern entlang. Also beziehungsweise hier, ich gehe da nicht, boah doch, guck mal, hier kommen wir doch auch ganz gut nah dran. Und dann werfen wir hier jetzt auch nochmal mit dem kleinen Köder aus. Da müssen wir auch gar nicht so ganz weit auswerfen. Machen aber auch hier genau das gleiche Spiel. Zack, wir sind im Wasser, wir kurbeln locker so ein bisschen ein, relativ langsam. So, wir sind jetzt schon im grünen Bereich vom Fischchen. Er sinkt ab, kommt jetzt gleich wieder ins Trudeln, genau. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Hier sehen wir dann auch die Brückenpfeiler unter Wasser. Und auch hier geht natürlich die Lockwirkung schon direkt wieder los. Schön tief hier auch an der Stelle. Das heißt, der Köder kann richtig schön absinken und aktiv werden. Und wir gucken erstmal, ob jetzt hier beim Absinken schon was geht. Das wäre halt die entspannte Methode. Und ansonsten auch hier natürlich gleich wieder reingehen. Auch so knapp über dem Boden. Ja, ich würde sagen, jetzt so langsam gehen wir mal rein. Und da kommt schon einer an. Zack. Sieht aus nach einem Zander. Ziehen wir den mal eben rein. Und hier haben wir dann eben auch wieder verschiedenste Köder, beziehungsweise verschiedenste Fische, die auf die Köder dann eben auch hier, auf die gleichen Köder dann reingehen. Ihr seht jetzt hier, wie gesagt, nochmal den Zander dabei. Zack. Jawohl, aufentspannt. Kleiner Zander bringt nicht ganz so viel, wird aber natürlich auch noch deutlich größer. Der Brocken hat hier keinen Stern dabei. Und ich werfe noch zweimal aus, machen wir nochmal oder dreimal vielleicht nochmal aus. Nochmal mit dem Köder und dann noch zweimal mit dem Weißen. Auch hier jetzt wieder erstmal so ein bisschen anfangen zu drehen. Oh, ich drehe nochmal ein bisschen schneller. Sind wir jetzt gerade da mitten? Wo sind wir denn hier? Mitten in so einem... Ist es denn wahr? Na, dann ziehen wir ja gleich hier schön durch. Da habe ich ein bisschen schräg geworfen. Aber egal. Scheint die Fische ja nicht zu interessieren, ob da jetzt eine Wand unter Wasser ist oder nicht. Das zählt anscheinend nicht. Die schwimmen da auch einfach durch. Jetzt sehen wir natürlich keinen, der hier angeschwommen kommt, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Aber egal. Wir kriegen die Brocken schon. Der lübt doch hier, ey. So, und jetzt auch hier wieder knapp über den Untergrund. Wieder, da kommt er schon an, die nächste Flunder. Na siehst du, auch hier in dem Bereich. Sehr gut, hier wollen wir sie auch haben. Da schwamm schon wieder ein Hornhecht, Wels. Den werden wir gleich wahrscheinlich auch noch haben, auf den größeren Köder. Und wie gesagt, Aal wahrscheinlich auch noch. Ich teste jetzt nochmal den Weißen. Der weiße Twister, komm mal ran hier. Winzig klein. Oh ja, aber wirklich klein. Ei, ei, ei. Ganz andere Färbung noch. Krass. Gehen wir wieder frei, ey. Ist ja. Ah, komm, sind 25 Dollar.
Nehmen wir alles mit, Alten. So, jetzt einfach nochmal den Weißen hier. So. Zap, zap. Und wieder raus. Alter, ein Riesenbarsch hier unten. Riesenbarsch unten im Wasser. Krass. So, da wieder anfangen. Ein bisschen ziehen. Aufhören mit dem Ziehen. Mit den Pfeiltasten. Pfeiltaste nach unten mal so ein bisschen rauszoomen. Und dann kommen wir da ins Trudeln. Und es lübt wieder. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, hier gehen dann eben auch die, gerne auch mal die Aale eben mit drauf. Beziehungsweise, zack, die Barsche natürlich. Also ihr seht, es gibt natürlich dann auch andere Fischis, die dann, da ist er, der Aal, da schwamm er gerade lang. Andere Fischis, die dann eben hier auf die anderen Farben auch reagieren. So soll das natürlich auch sein. So, ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal eben mit dem großen Setup raus auf die großen Fische. War auch, wie gesagt, ein Tipp von Muggeltchen, der meinte allen, probier doch mal jenen welchen Köder. Und zwar einen davon. Er sagte einfach nur den Namen. Also die Sakura Baina 105, so heißen sie, da ist es. Einmal dieser und einmal dieser. Ich nutze die einfach vielleicht mal beide. Wir sind jetzt hier mit relativ großem Setup unterwegs, 33 Kilo Schnur. Und so, da werfen wir jetzt auch mal so locker raus. Und das Schöne ist bei denen, hier müssen wir glaube ich vom Tempo gleich ein bisschen höher. So, auch hier gucken wir mal. Einholgeschwindigkeit war glaube ich so um die, war das um die 30? Ne, 22 reicht schon. Und das Schöne bei denen ist, das sind auftreibende Köder. Das heißt, wenn wir aufhören zu kurbeln, schwimmt er langsam nach oben. Und dementsprechend können wir, wenn wir jetzt ganz unten rechts in die Ecke gucken, sehen wir so, wir landen von der Tiefe, der geht halt jetzt immer wieder ein bisschen weiter runter. Wir landen so auf 1,50 Meter, wenn wir locker durchziehen. Und können dann zwischendurch mal eine Pause machen. Dann geht er wieder hoch ein bisschen. So auf 1,20 Meter. Und dann geht er wieder runter auf 1,50 Meter. So in diesem Bereich schwanken wir quasi jetzt die ganze Zeit hin und her. Und ja, diese kleinen Breaks sind gar nicht so schlecht. Und dann geht man halt wieder rein. So. Wir kommen halt trotz allem halt immer schön in diese grüne Führung rein. Und können dadurch vielleicht nochmal ein bisschen zusätzlich triggern, dass wir hier so kleine Pausen machen. So, dann nochmal einen kurzen Break und wieder ziehen. Relativ langsam, wie gesagt, mit der 22er Geschwindigkeit. So schnell muss das halt alles auch nicht sein. Und darauf ballern dann im Idealfall die richtig großen Brocken rein. Die wollen wir hier haben. Gesehen haben wir ja hier schon einige. Das heißt also, Wels und Kabeljau schwammen ja hier schon rum. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt hier draußen sind. Ob wir hier schon so langsam beim letzten Brückenpfeiler sind. Da unten haben wir es stehen. 13 Meter noch. Also viel Meter haben wir nicht mehr. So ab 10 Meter hört es dann. Da kommt er an. Ha! Stör! Ein Stör geht rein. Auch nicht schlecht. Und ich ziehe ihn schon hoch. Aber er wehrt sich noch ein bisschen. Also, geben wir mal ein bisschen Gas. Er geht auch ein bisschen in die Bremse. Das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass wir hier dickere Brocken dann dran haben. Aber wir haben auch noch Potenzial auf der Bremse. So, schöner Brocken. Das ist auch gar nicht schlecht. Bringt 109, 23 Kilo der Brocken. Kann man machen. Behalten wir natürlich auch. Und ich werfe direkt nochmal raus. Ich werfe mal jetzt ein bisschen weiter, dass wir eine längere Zeit haben, rauszuziehen. So, ab dafür. Und da ist er auch schon wieder unter Wasser. Sehr schön. Also, ich ziehe jetzt hier einfach mal durch. Bisschen schräg geworfen. Aber macht nichts, kriegen wir hin. Und die Fische vor allem kriegen es auch hin. Also einfach jetzt durchziehen. Ich mache mal jetzt gar nichts, sondern einfach nur weit ausgeworfen. Und durchkurbeln und dann gucken wir mal, was denn da so reingeht. Warte mal, Tempo habe ich jetzt gerade versaut. So, jetzt geht's wieder. 22, zurück auf die Bremse gehen. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was denn da so reingeht auf den Köder. Einfach durchziehen, das Fischchen oben rechts im Blick behalten, dass wir dann auch richtig anschlagen können.
Zack, jetzt rechte Maustaste, linke Maustaste kurbeln. Und da hat einer Bock. Jawohl. Eieiei. Der hat sogar richtig schön Bock. Ich bin gespannt, was es jetzt ist. Lassen wir uns mal ein bisschen überraschen. Kommt er denn dagegen an? Ja, wir kurbeln ein. Also so richtig groß ist er noch nicht. Wir haben sind erst auf 80 von der Bremse. Was man halt eben schön sieht mit dem Setup, wie es jetzt zusammengebaut ist, wir haben die Belastung relativ gleich verteilt, ne? Dadurch erreicht, dass die Schnur deutlich über der Tragfähigkeit ist der Rolle und auch über der Tragfähigkeit der Route. Irgendwie ist das ja in dem Game ein bisschen anders als in anderen in Simulationsgames. Naja, wir nutzen teils jetzt komplett aus. Wir sehen halt unten diese Anzeigen, diese Action-Bars, diese Belastungsanzeigen. Und es klappt halt echt ganz gut. Der Drill, muss ich sagen, richtig, richtig cool. Auch da gerade so dieses Schlapperwerden der Fische, dass sie irgendwann weniger Power haben, dass man dann dementsprechend die Bremse wieder hochdrehen kann, ist schon echt gut umgesetzt. Fühlt sich gut an. Es ist halt nicht so dieses Konstante, dass er immer die gleiche Power hat, sondern er wird schlapp, der Fisch. Er hat weniger Energie und dementsprechend kann man dann einfach die Bremse wieder hochziehen so ein bisschen und kriegt ihn dann ganz gut ran. So, theoretisch könnte ich jetzt auch mal eben zumachen, die Bremse. Zack. Hier wird nicht mehr abgeklackert. Dann hört das Klackern natürlich auch direkt auf. Wir pullen ihn richtig ran jetzt hier. So, schön nach oben ziehen. Und wieder nachpumpen und dann kommen wir jetzt hier auch gleich ins Reinholen, ins Keschern sozusagen. Alter, ein Kabeljau, oder? Tatsächlich, ey. Bäm! 2 Sterne Kabeljau, richtig schöner Brocken schon. 45 Kilo schwer. Bäm, bäm, bäm. Alter, und 900 Tacken. 1200 XP fast dafür. Ihr seht also, hier kann man übelst die Kohle machen und übelst XP-se machen. Kratsching, irgendwas schon erreicht. Lübt. Richtig, richtig gut. Ich nutze mal eben hier den anderen davon. Nehmen wir mal den. So, auch hier nochmal schön entspannt auswerfen. Zack. Gib ihm. Der fliegt auch richtig weit, ne? Ich war gerade schon da hinten irgendwie schon fast vertüdelt. So, jetzt sind wir hier richtig drin wieder. Und wir ziehen einfach wieder durch. Einholgeschwindigkeit 22, ganz entspannt. Locker durchziehen. Und dann mal gucken, der macht halt nichts, ne? Der ist halt so schön ein bisschen am Rumwiggeln. Mehr macht er nicht. Senkrecht wieder hier einfach durchgeführt. Beziehungsweise waagerecht einfach hier so durchgeführt. Ich weiß gar nicht, was diese Anzeige oben rechts mit dem Senkrecht immer soll. Aber wir machen halt nichts anderes. Ne? Wird einfach durchgezogen, konstant und gut ist. Schön langsam und dann hoffen wir hier auf die dicken Brocken. Und eben auch noch auf unterschiedliche Brocken. Ne? Das heißt, dass wir eben auch von mir aus auch noch einen Wels hier mitziehen. Guck mal, da kommt der nächste. Kabeljau wieder, oder? Jawohl, er gönnt sich hart. Haps. Rechte Maustaste, linke Maustaste reinkurbeln und wir gehen in den Pump 100% zu. Er hat überhaupt gar keine Chance, wird direkt rangezogen hier. Ich ziehe nochmal ein bisschen hoch die Route. So, komm ran hier. Und dann haben wir ihn. Mache ich allerdings ungern, ich gehe auch gleich wieder runter von der Bremse. Lieber mit einer offenen Bremse, man weiß ja nie, was da reingeht. Mir ist schon einmal ganz am Anfang eine Route gebrochen. Die vom 14er Set, da hatte ich dann einfach zugemacht und hatte es auch nicht so ganz, war irgendwo in der Nacht, hatte es nicht so ganz im Blick. Und ja, da hat es auf einmal Knack gemacht. Ja, ist natürlich schlecht, ne? Wenn man da mit so einer Route dann oder mit einem übertriebenen Setup dran geht, bricht dann tatsächlich auch die Route. Aber man kann sie einfach reparieren zu einem kleineren Preis und dann ist das Ding halt wieder einsatzfähig. Ja, auch hier wieder kleinere Nummer, 22 Kilo, fast 500 Silber oder 460 Silber, auch richtig gut. Also schmeckt, läuft hier die Stelle, man kann richtig gut Kohle machen und eben wie gesagt einfach variieren. Kleine
Gummifischchen, kleine Köder, große Köder, einfach hier ein bisschen rumspielen. Mich würde noch interessieren, und das wäre halt geil, vielleicht hast du da ja schon Erfahrung gemacht, wie schafft man es am besten auf Grund auf die Flunder? Da hätte ich halt Bock drauf. Ich habe schon mal reingeschaut, in der Beschreibung ist die Flunder eben mit so Schalentieren und sowas, kleineren Weichtieren oder sowas steht das da drin. Das ist halt die Frage, kriegt man die Flunder geil auf Grund beangelt? Das wäre wirklich interessant. Zum Grundangeln mache ich bestimmt auch nochmal ein Video. Grundangeln, muss ich allerdings sagen, ist in dem Game ein bisschen weird. Gehen wir aber im anderen Video drauf ein. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Petri.